Liebe Schwestern und Brüder, gestern stand in einer großen Sonntagszeitung ziemlich am Anfang ein langer Artikel, der sehr erschütternd war. Er handelte von der Zukunft des Christentums in Deutschland. Dieser Artikel war überschrieben Diaspora und er spricht von einer Spätzeit des Christentums. Das, was wir auch schon öfter hier bedacht und beobachtet haben, dass es eigentlich nur noch eine funktionierende Fassade gibt, die durch das Geld aufrechterhalten wird, aber diese Fassade ist in 30 Jahren allerspätestens zu Ende. Denn dann ist die letzte Generation, die noch überhaupt kirchengebunden war, in Rente. Schluss. Das ist wahrscheinlich das Ende christlichen Glaubens in unserem Land. Die Deutsche Bischofskonferenz hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, wo es um Glaubensinhalte geht, beim Institut Allensbach. Sie wurde nie publiziert, weil die Ergebnisse so erschreckend sind. Ein Großteil der Katholiken glaubt weder an die Auferstehung noch an die Gottessohnschaft Jesu Christi noch an andere Glaubensartikel. Glauben irgendwas. Dieser Artikel kommt am Ende auf etwas zu sprechen, was uns in diesen Tagen in der Heiligen Schrift so oft begegnet. Gestern schon einmal, als wir zumindest, heute hören wir noch mal einen Teil des langen Evangeliums von gestern, dass da einer wartet, der greise Simeon, und mit seinen eigenen Augen sieht. Und das ist das, was den Apostel Johannes so sehr erfüllt, ein ganzes Leben lang. Wenn wir die darstellende Kunst betrachten, sehen wir immer beim Apostel Johannes einen Jüngling. Er ist wahrscheinlich zu seiner Zeit in der Begegnung mit Jesus der Jüngste gewesen. Aufbrausend vom Temperament, ein Donnersohn, wie Jesus ihn nennt. Was wir bei diesen Darstellungen oft vergessen, dass er ein sehr, sehr hohes Alter erreicht hat, wie uns die Tradition erzählt. Also, er kann noch einmal alle diese Erlebnisse, er kann sie noch einmal vertiefen in seiner Sicht. Davon sind seine Schriften alle geprägt. Romano Guardini schenkt uns die schöne Vorstellung, dass gerade in den Johannesbriefen es nicht ein fließender Strom ist, der sozusagen von der Quelle hin zur Mündung sich bewegt, sondern eher wie das Meer. Immer steigt eine neue Welle aus der Tiefe auf und dann verebbt sie wieder. Es ist, wie Guardini sagte, Bewegung der Kontemplation. Aber was dem zugrunde liegt, ist persönliche Begegnung. Guardini schreibt es so: Es muss Johannes etwas erfahren haben, das ihm nie mehr aus dem Herzen gewichen ist. Er hat eine Menschengestalt gesehen, einen, der des Weges kam, der sie anredete und mit dem sie dann im Haus zusammensaßen. An diesem hat ihn aber etwas getroffen, das mehr war als bloßes Menschenwesen. Ein Leuchten ist ihm in den Geist gefallen, eine Nähe hat ihm das Herz berührt, für die er kein Wort hatte. Hätte ihn einer nach jener Begegnung gefragt, dann hätte Johannes vielleicht geantwortet: Ich weiß nicht, was es war, aber ich will dort sein, wo das ist. Und genau darum geht es, liebe Schwestern und Brüder. Wir hörten es dieser Tage schon. Was wir gesehen, was unsere Augen gesehen, was wir mit den Händen angefasst haben, das verkünden wir. Und genau das, um noch einmal auf diesen Artikel zurückzukommen, ist unser Problem. Dieser Artikel stellt beide Richtungen dar. Ich will nicht über die Personen sprechen, an denen der das festmacht. Aber genau jene persönliche Begegnung fehlt. Deshalb glauben Menschen heute irgendetwas, selbst die, die zur Kirche gehen, weil sie nicht gepackt sind von dieser persönlichen Begegnung, weil sie auch nicht hineingeführt werden. Wir diskutieren in eine vollkommen falsche Richtung, wenn wir immer noch darüber uns aufhalten, müssen wir noch mehr auf die Gesellschaft zugehen. Nein, wir müssen uns noch mehr abschließen. Das ist eine oberflächliche Diskussion. Der entscheidende Punkt: die Begegnung mit Jesus Christus. Ich weiß nicht, was es ist, wie Guardini sagt, aber ich will dort sein, wo es ist. Das, liebe Schwestern und Brüder, wäre ein Punkt, wo wir ansetzen müssen. Eine Sehnsucht in Menschen, die da ist. Es ist nicht so, als wären Menschen heute vollkommen areligiös, ganz im Gegenteil.
Ein Großteil der Kirchgänger, auch das in dieser Studie, denkt, dass ihnen Unglück widerfährt, wenn sie eine schwarze Katze sehen. Also eine ganz große Diffusität von Vorstellungen und von Glauben ist da, aber wir erreichen sie nicht, weil wir viel zu sehr mit uns beschäftigt sind. Und weil auch Liturgie, egal wie sie ist, auch ob die außerordentliche oder die ordentliche Form, auch das ist eine oberflächliche Diskussion, wenn man so will. Denn sie setzt so viel Wissen voraus, beides. Das Fernstehende, jedes Mal, ob sie nun in einem Kindergottesdienst sind oder einem traditionellen Hochamt, trotzdem außen vor bleiben. Der Ansatzpunkt muss sein für uns. Zunächst für uns, dass wir uns um jene persönliche Begegnung bemühen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will dort sein, wo es ist. Dort an diesem Punkt zeigt sich Jesus Christus. Über diesen Punkt reflektiert Johannes in allen seinen Schriften, im Evangelium ebenso wie in den Briefen.